So Leute, willkommen zurück zu IO4, Asien-Modus. Wir breiten uns immer noch kolonialtechnisch aus, haben Sulu vernichtet, haben die gesamten Philippinen erobert im letzten Part. Werden uns die Mongolei schlucken. Und ja, heute reden wir über Politik. Genau zu sein, über die USA. Jemand hat mir nämlich geschrieben, jemand, dessen Namen ich vergessen habe, I'm so sorry, hat mir geschrieben, ich sollte mal schreiben, was ich zu Donald Trump halte. Der momentan Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Ja. Ich denke mal, viele wissen, was er so alles für lustige Sachen sagt oder eben nicht lustige Sachen sagt. Und jemand wollte halt gerne, dass ich mich darüber ein bisschen auseinandersetze. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Idee, weil als ich darüber nachgedacht habe, das Thema ist relativ groß, weil ich will es jetzt ein bisschen ausweiten auf die US-Wahlen an sich. Das reicht auf jeden Fall für eine halbe Stunde. Und über Trump kann man definitiv ziemlich lange diskutieren. Ah, Moskowi hat eine Personalunion mit Georgien. Sehr interessant. Macht Moskowi nicht gerade schwächer? Ja, Donald Trump. Beziehungsweise fangen wir erstmal mit dem US-Präsidentschaftswahlsystem allgemein an, bevor ich zu Trump komme. Ich finde das Wahlsystem der USA voll zum Kotzen. Was wie es typisch ich, aber ja, ich find's scheiße, wenn ich ehrlich bin. Das Wahlsystem in den USA ist veraltet, ist kacke und es ergibt für mich einfach keinen Sinn. Ich habe mich ein bisschen darüber informiert, wie es eigentlich funktioniert. Es gibt ja grob gesehen nur zwei Parteien in den USA, was leicht wenig ist, wie ich finde. Und zwar die Republikaner und die Demokraten. Wobei die Republikaner meistens immer an der Waffel haben und die Demokraten irgendwie zu viel machen wollen und dann doch zu wenig schaffen. Naja, egal. Jedenfalls, es ist so, es gibt nur zwei Parteien. Und da ist es nicht so, dass die sich einfach sagen, hey, du bist jetzt unser Vorsitzender, du machst jetzt das Rennen. Nein. Da ist es ungefähr so. Es können sich mehrere. Wo ist das? Warte mal kurz. Obwohl, ich mach das einfach. Es können halt mehrere, ja, höhere Leute in der Partei sagen, hey, ich möchte Präsident werden. Dann müssen die halt erstmal dazu aufsteigen. Das heißt, sie tun ihre Kandidatur einlegen und dann kommt es zu dieser Vorwahl, die momentan auch herrscht in den USA. Das heißt, alle Bundesstaaten in den USA wählen erstmal vor, welcher von den Kandidaten der beiden Parteien eben das Rennen machen wird und eben diesen Zweikampf dann eben kommt. Letztes Jahr hatten wir eben Obama versus Mitt Romney gehabt. Dieses Jahr, keine Ahnung, wahrscheinlich Hillary Clinton versus maybe Donald Trump? Man weiß ja nicht, beide sind momentan vorne. Mal sehen, ob es so sein wird. Wird immer sehr interessant werden. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen dämlich, dass man so eine Art Vorwahl macht, um zu sagen, ja, ich möchte gerne den haben. Es ist total veraltet. In Zeiten, wo wir momentan leben, ja, mit Social Media, mit was es nicht alles gibt, Globalisierung, das Internet, was rasend durchgeht, ja, Twitter, Facebook und all so Scheiß. Da kann man, glaube ich, ein bisschen, ich sag jetzt mal, schneller auf sowas reagieren. Soll heißen, man muss jetzt nicht ellenlose komische Wahlkampfkampagnen machen, um durch die ganzen Staaten zu reisen und da die Leute aufrufen. Ich denke mal, das kann man über eine Online-Wahl alles locker hinbekommen, wenn man dann auf diese Art bleiben will, was die USA momentan eben hat. Ich denke mal, das geht. Auch ohne, dass jetzt großartig was passiert. Insofern finde ich das ein bisschen veraltet. Was ich allerdings gut finde, muss ich kurz einräumen. In den USA darf der Präsident nur zwei, oder Präsident oder die Präsidentin nur zwei Amtszeiten haben. Das finde ich sehr gut. Das zeigt auch ein bisschen, ja, wie sagt man da jetzt so genau, ein bisschen, Reife kann man auch sagen, weil das haben wir hier in Deutschland nicht, deswegen hängen wir noch mit der Frau Merkel zusammen, die keiner mehr will, außer sie selber und ihre Partei, obwohl die auch nicht mehr wirklich, unter die alten Leute in Deutschland. Ja, wie gesagt, man kommt bei der Frau Merkel nicht mehr wirklich raus, ist das Problem. Und das ist, finde ich, doof, weil man sollte ein bisschen, ja, ein bisschen moderner reingehen und sagen können, komm, zwei Amtszeiten reicht. Dann brauchen wir was Neues. Das finde ich gut, wenn man diesen Schritt wagt.
Weil das Problem ist, wenn zu lange derselbe Politiker ist, es passiert immer weniger. Und man sollte auch eigentlich mit dem Wandel mitgehen, weil nicht falsch verstehen. Dass derselbe Politiker lange bleibt, kann gut sein. Das muss nicht schlecht sein, das kann gut sein. Aber ein großes Problem ist, er hat wahrscheinlich die Sicht auf seine Dinge nur für sich. Und wenn was Neueres kommt, dann macht er da halt vielleicht, ja, sieht er das halt vielleicht falsch. Und was Neueres, was Moderneres, könnte ja vielleicht interessant sein. Ich finde interessant, dass Genua die Krim erobert hat. Aber okay. Was ist die Krim? Die haben fast die ganze Ukraine unter Kontrolle. What the fuck? Moskwi, macht da mal Stress. Putin Empire, hol dir die Krim. Oh, musste sein, sorry. Ja, wie gesagt, das finde ich an dem USS-System gut, dass der Präsident nur zwei Amtszeiten hat. Der Rest finde ich scheiße. Ja, es gibt ja dieses bekloppte Vorwahlsystem, was momentan herrscht, wo man bestimmte Anzahl Stimmen haben muss. Wenn man die erreicht hat, dann ist man automatischer Kandidat. Wenn man die nicht erreicht hat und andere eben auch nicht, dann gibt es noch so eine Art Stichwahl, beziehungsweise dann berät man sich zusammen und ja, guckt dann eben halt, wer das wird. Ist ein bisschen seltsam, ein bisschen verwirrend, wie ich finde, aber ja, so ist es halt, okay. Sag ich jetzt auch nicht so hart gegen. Es ist einfach so, Punkt. Ja. Und dann später kommt dann eben, es zur, ja, zur großen Wahl, sage ich jetzt einfach mal. Lol, Maya. Zwischen den demokratischen und den republikanischen Kandidaten. Damit eben, ja, werden direkt die Stimmen abgesahnt. Und das ist schon relativ schon das, was ich unter dem Demokratie auch verstehen würde. Ne? Wahlsystem halt entweder der oder der. Und nicht der oder der, damit er irgendwann das Rennen macht. What the fuck? Ja, finde ich ein bisschen seltsam. Oh, ich krieg meine Stabilität geschenkt. Das ist ja lange her. So, das kurz zum Wahlsystem in den USA. Wie gesagt, ich finde es scheiße. Kommen wir jetzt zum... Ja, kommen wir direkt mal zu Donald Trump. Why not? Um es kurz zu sagen, ich sehe ihn ein bisschen zwiegespalten. Also es gibt einen Teil von mir, der findet es extrem witzig, dass der so viel Zustimmung hat. Und als eine Ich von mir finde es eben sehr amüsant, dass das da passiert. Das andere Ich von mir hat ein bisschen Sorge. Denn ich habe eigentlich immer so gedacht, alle Welt kommt ja auf uns an, dass wir die größten Nazis sind, dass wir alles Nationalsozialisten sind, dass wir alles Schweine sind und so weiter. Es ist schwer, davon wegzukommen. Und... Oh, der Portugiese hat die Kolonien. Interessant. Und jetzt passiert Folgendes. Die USA, die ja so die Vorzeigedemokratie schlechthin sein sollen, ja? Da kommt ein Typ bei den USA, der ja ein absoluter Rassist ist, wie ich finde. Und das ist jetzt nicht einmal, ja, das ist jetzt nicht einmal kurz gemeint. Das ist einfach so. Der Typ ist ein Rassist. Punkt. Der kommt dahin mit solchen Aussagen, sahnt ohne Ende Stimmen ab und die Leute finden das gut, was der sagt. Das macht mir Sorgen. Ich sag mal, wenn man ein bisschen auf die Kacke haut, um es vorsichtig zu sagen, mal so ein bisschen auch ein paar starke Worte benutzt, habe ich auch nichts dagegen. Ist irgendwo auch in Ordnung. Na, man soll hier und da auch mal die Wahrheit sagen, ne? Und immer alles schönreden ist auch scheiße. Sehe ich ein. Es gibt auch sehr, sehr viele Argumente dafür, klar. Es gibt auch sehr viele Gründe dafür, warum man diesen jetzt machen sollte, klar. Sage ich nichts gegen. Aber was der alles von sich gibt, ist beängstigend, wie ich finde. Beängstigend in dem Sinne, dass eben den so viele unterstützen. Weil da kommt er mit Aussagen, dass er bestimmte Bevölkerungsgruppen in den USA verfolgen will. Huch. Schon wieder da? Natürlich, komme ich hier nicht rechtzeitig hin, zum Kotzen. Der will ja bestimmte Bevölkerungsgruppen in den USA verfolgen, der will übelsten Grenzzäunen zu den Mexikanern ziehen, damit die nicht mehr rüberkommen. Flüchtlinge will er überhaupt nicht aufnehmen. Er sprach jetzt sogar davon, dass Deutschland viel mehr, na, viel mehr, ach, wie heißt es, das passende Wort. Fällt das Wort nicht ein. Dass Deutschland viel mehr Engagement zeigen soll zum Thema Ukraine, dass wir da ein bisschen mehr Auftrieb zeigen sollen, ein bisschen mehr breitere Brust zeigen sollen und so weiter. Ich denke mal, das passt ungefähr. Sprich, dass wir da einfach mehr tun sollen, auch mehr Soldaten hinschicken und so ein Blödsinn. Ich also denke, Alter, Ukraine-Konflikt ist total überbewertet, total dämlich, ich brauche keine Sau, so etwas.
Er will sich auch Senator ein bisschen weiter zurückhalten. Ich weiß nicht, was ich für einen Typen wirklich halten soll, was es mir ein bisschen Angst macht, was es angeht. Ich finde ihn einerseits lächerlich, andererseits finde ich ihn lustig, aber dann finde ich ihn ein bisschen furchteinflößend, wie ich finde. Das sind so viele Faktoren auf einmal, die gar nicht sein können. Aber so, das achte ich momentan, wenn ich den sehe und den ein bisschen reden höre. Weil ich muss zugeben, mit ein paar Sachen, was er so sagt, finde ich gut. Ein paar Sachen hat er definitiv recht. Man kann nicht sagen, der Typ ist ein Rassist, der gehört in den Knast oder so weiter. Nö, 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 das nicht. Ein paar Sachen, was er sagt, hat er definitiv recht. Weil es gibt sehr, sehr viele Sachen in den USA, die haben da Probleme und so weiter, die kriegen sich im Griff. Und so wie er es eben auch knallhart durch sich durch halt eben redet, macht das durchaus Sinn. Und das ist soweit auch fast schon in Ordnung, dass man da auch ein bisschen härter was so sagt. Ist gut. Nebenbei. Mal kurz gucken, was die Religion so sagt. Das ist selten. Höchst, Dennis der Erste, der Menace? Dennis der Zweite, der Menace? Okay. Stannis ist Junge. Na, das ist dann mal eine Verschiebung des Geschlechts. Okay. Gott, wo war ich gerade stehen geblieben? Ach ja, wie gesagt, ich finde, wie gesagt, dass das eben, was er sagt, nicht alles falsch ist. Ja, hier und da hat er definitiv auch recht. Hier und da hat er vielleicht einen Blick fürs Wesentliche. Was einige, wo sie eben die Augen halt zumachen. Ne? Wir müssen immer das Positive sehen und so weiter. Gott. Aber es gibt sehr viele Sachen. Das muss man jetzt so sagen. Es gibt sehr viele Sachen, da hat er für mich einfach nur ein Rad ab. Da geht er nicht mit der Moderne mit. Gerade was die USA angeht, wo wir alle wissen, die USA ist ziemlich seltsam, was manche Sachen angeht. Vor allem, was das Thema Rasse an sich geht. Ja, die USA, es gibt ja immer noch die Unterscheidung zwischen Schwarz und Weiß. Man mag es nicht glauben, man mag es nicht glauben wollen. Es ist aber so, es gibt es immer noch in den USA. Das hört auch nicht auf da. Man gibt es halt nur nicht zu, dass es halt immer noch so ist, ne? Hust. Aber es ist halt so, es ist immer noch so ein bisschen so eine Sache, dass die Schwarzen immer noch ein bisschen diskriminiert werden. Interessiert niemanden. Scheinbar. Auch Obama scheint sich weniger zu interessieren. Auch wenn da hier und da ein bisschen was Gutes zu gemacht hat, aber nichtsdestotrotz, die Amerikaner ist ein Volk, wo der Rassismus einfach ein bisschen stärker den Fokus hat als bei uns zum Beispiel. Das mag sicherlich auch mit unserer Vergangenheit zu tun haben, dass es bei uns eben, ja, direkt der Riegel vorgeschoben wird oder die Nazikeule angeflogen kommt. Sobald man auch nur den Gedanken hat, eventuell querdenken zu wollen. Ja, dann kommt ja schon die Nazikeule geflogen. In den USA ist es was da ganz anderes. Das ist fast schon gang und gäbe, so zu reden. Sehr interessant. Nur Schlimme ist, der Typ bekommt damit eben auch recht. Und sehr, sehr viele tun ihn unterstützen. Wie gesagt, die Republikaner, beziehungsweise die Leute, die Republikaner wählen, die sehen die momentan als Favoriten. Kein anderer der Republikanischen hat so viel Zustimmung wie Trump momentan. Das macht mir Angst. Weil ich würde, sagen wir so, das andere Teil von mir würde es extrem witzig finden, wenn der Präsident wird. Und ich glaube auch irgendwie, dass er Präsident wird. Einfach nur wegen diesen ganzen Aussagen, die er macht. Weil ich weiß, die Amerikaner denken teilweise so. Deswegen denke ich auch, der wird Präsident. Das, der eine Teil von mir ist krank. Der würde es lustig finden, wenn er Präsident würde. Ich weiß nicht, was der Typ vorhat, wenn er Präsident ist. Macht er einen Krieg gegen Putin oder was? Möglich? Würde ich jetzt nicht sagen, nö. Der Typ am Präsidentschaftsstuhl würde ich schon fast als unberechenbar bezeichnen. Weil du kannst definitiv ausrechnen, der wird dies und jenes machen, klar. Du weißt aber auch, du hast keine Ahnung, was er alles machen könnte. Was er alles für Fehltritte hat. Weil wir denken ja, die USA, auch wenn sie total viele Schulden haben und eigentlich als Staat so gesehen hier weiterleben können, dank Wirtschaftssystem geht's halt irgendwie, solange bis es zusammenbricht. Das ist aber nicht das Thema. Hat die USA trotzdem noch einen sehr, sehr großen Fokus. Mongolei einkassiert. Und da möchte er eben auch ein bisschen zurückrudern, was auch irgendwo in Ordnung ist. Weil die USA hat einfach viel zu großen Fokus. Es kostet die USA viel zu viel. Muss man klar, ganz klar so sehen. Das kann die USA auf Dauer nicht finanzieren. Diese ganzen auch Auslandseinsätze, ne? Die ganzen, die sie da haben, ist einfach viel zu viel. Aber okay.
Das heißt, da will er auch zurückrudern, ist auch ganz in Ordnung und so weiter, aber ich weiß nicht, was er davor hat. Will er Krieg machen? Keine Ahnung. Gut möglich. Will er, keine Ahnung was, uns ein bisschen in den Arsch treten, wie auch immer, von wegen, nö, da helfe ich jetzt nicht oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was der will. Der Typ ist ein bisschen unauslesbar. Da kann man nicht wirklich sagen, der will dies und jenes machen. Und das, da habe ich ein bisschen Schiss vor, dass man eben deswegen halt es nicht so genau sehen kann, was hat der vor. Das sieht man nicht heraus. Und eben wegen den ganzen Aussagen, die auch Angst machen, vor allem, wie er auch sagte, wenn ich nicht Präsidentskandidat wäre, dann würde es Tote geben und so weiter. Was auch heftig ist, dieser Spruch. Finde ich, wie gesagt, dass der Typ an sich einen an der Waffel hat. Auf jeden Fall. Der Typ ist ein bisschen gestört. Aber wer ist es nicht? So ein bisschen zu verteidigen. Ja, kurzum, ich finde den Typen generell, dass er Krankenkopf ist. Punkt. Ich finde, er soll nicht Präsident werden, weil das ist einfach unvorhersehbar, was er vorhat. Da kann von mir aus Gouverneur von irgendeinem Bundesstaat sein. Das ist das Mindeste, was ich ihm zutrauen würde. Präsident der ganzen Nation. Und damit eine Verantwortung, eine große Verantwortung für einen Teil der Welt. Nein. Traue ich ihm nicht zu. Keineswegs. Wäre ganz falsch. Der ganz klar falsche Gedankengang, wenn man das machen würde. Ich denke aber, beziehungsweise ich glaube aber leider, dass er gewählt wird. Warum? Wie gesagt. Ist es Katalonien? Katalanien? Bisschen fehl am Platz, mein Freund, oder? Wollte sagen, du musst eigentlich da oben sein, nicht da unten. wie gesagt, ich glaube, er wird leider gewählt, eben wegen diesen ganzen Sprüchen. Weil ich kann die USA ein bisschen einschätzen vom Volke her, die steht auf sowas. Beziehungsweise die mögen halt sowas, solche Ausdrücke. Na, die sind halt nicht so bewandert wie wir, was das Ganze angeht zum Thema Rassismus und Geschichte aufklären, also etwas. Da sind die nicht so bewandert, die Amerikaner. Leider. Ist halt so. Und ja. Deswegen denke ich einfach mal, der Typ hat gute Chancen, durchaus Präsident zu werden. Kurz auf Hillary Clinton zu kommen. Die ist ja momentan bei den Republikanern relativ gut dabei. Also Sanders hat ja eigentlich keine wirkliche Chance mehr, sie einzuholen. Zumindest glaube ich nicht, dass es passieren wird. Clinton muss man sagen, ich habe ihre ganzen Reden jetzt nicht so mitgehört. Ich weiß, sie war mal früher auch im Kabinett gewesen. Ich meine, Außenministerin war sie, glaube ich, gewesen. Ja, warum nicht eine weibliche Präsidentin? Mein Gott. Würde ich jetzt nicht sagen, dass es scheiße ist. Gottes Willen, nö. Ist nicht scheiße. Warum nicht? Kann man machen. Nur weiß ich nicht, ob die gegen den Protzer da die Karten hat. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. In ihrer demokratischen Partei, da wird sie definitiv als Siegerin am Ende durchgehen. Definitiv. Ich glaube ich nicht, dass das da irgendwas anbrennen wird. Ich weiß halt nur nicht, ob es am Ende reichen wird. Aber das andere ist ja auch, jetzt wollen die Republikaner ja zurückrudern. Die wollen ja, wie auch teilweise gesagt wird, unbedingt verhindern, dass Trump Präsident wird, weil sie es auch ein bisschen eingesehen haben. Der Typ, den kannst du nicht als Präsident stehen lassen. Und da muss ich sagen, oh, späte Einsicht, Alter. Hättest du ja machen können, wo er sich zur Verfügung gestellt hat. Nee. Haben sie wohl gedacht, er bekommt keine Zustimmung. Hoppla, hat was bekommen. Haben sich bei Hitler ja auch damals gedacht. Ja, der bekommt bestimmt keine Zustimmung. Ups, aber wir waren da so ein paar 40% bei ihm. Warum lache ich eigentlich darüber? Ja, jetzt wollen sie es halt zurückrudern, jetzt wollen sie versuchen halt unbedingt, dass er halt nicht Präsident wird. Mit Biegen und Brechen kann man sagen, man hat die verschiedensten Szenarien ausgehoben, damit er keine Mehrheit bekommt, dass man ihn dann abservieren kann. Und selbst wenn er eine Mehrheit bekommt, wollen sie ihn abservieren. Das ist fast schon kindisch, aber ganz ehrlich, wenn man diesen Weg geht und die Scheiße baut, dass man ihn als Kandidat zur Verfügung stellt, dann soll man nicht auf einmal zurückrudern und sagen, oh, doch keine gute Idee. Nee, jetzt ist es zu spät. Jetzt ziehst du es durch. Punkt.
würde ich jetzt sagen. Da würde ich jetzt einfach sagen, auch wenn das keine gute Idee ist, zurücknehmen geht nicht. Ja, geht bestimmt, aber ich würde es nicht machen. So einfach heißen, das ziehen wir jetzt durch und gucken, ob es klappt. Weil wenn du jetzt Hetze gegen ihn machst, ist immer das große Problem, dass dann die Mehrheit der Bevölkerung, sagen wir nicht die Mehrheit, aber ein Teil der Bevölkerung sagen, machen die ja vielleicht nur deswegen, weil er recht hat. Thema AfD mit uns, ist ein gutes Beispiel. Es wird in den Medien so sehr gehetzt gegen die AfD. Und das ist eben mit ein Grund, warum einige die AfD wählen. Weil sie eben der Meinung sind, wenn so viele gegen die AfD hetzen, dann müssen die ja irgendwas richtig machen. Und das ist ganz grob zu sagen, stimmt sogar. Aber ja, ihr wisst hoffentlich, was ich damit meine. Das ist eben, wie gesagt, dieser eine Grund. Und da jetzt so zurückzurühren, finde ich fast schon ein bisschen kindlich. Vor allem würde ich auch sagen, die würden sogar akzeptieren, dass die Demokraten wiedergewählt werden. Hauptsache, dass Trump nicht Präsident wird. Das klingt auch total, ich weiß nicht. Aber ich finde auch, der Präsident ist. Ich finde, es hat viel zu viel Hype. Weil, seien wir mal ganz ehrlich. Hier in Deutschland, ja? Ist es teilweise sogar jetzt, wo nicht mehr allzu viel passiert, was Politik angeht. Okay. Wir haben auch so einen Deal mit den Türken und so weiter, der sicherlich interessant ist. Oh, neue Idee. Was könnte man da jetzt machen? Militär kann ich nicht machen. Wir könnten Expansionismus machen. Das wäre vielleicht gar nicht mehr so verkehrt. Bekommen wir noch einen Kolonisten? Boah, was gibt mir das für Dingens? Wir haben Seemachtideen, Schiffsreparatur. Okay, wir haben Entdeckerideen. Noch mehr Kolonialwachstum. Ja, können wir machen. Warum nicht? Expansionismus klingt gut, wie ich finde. Fuck, jetzt bin ich doch vom Thema abgekommen. Ich wollte eigentlich nicht vom Thema abkommen. Ich war mir sicher, dass ich abkommen werde. Ach doch, ja klar. Wie gesagt, der Deal mit den Türken hat ja gewiss auch eine gewisse Berechtigkeit und auch einen gewissen Hype. Hype, ja klar. Leo. Der Deal mit den Türken, Hype over 9000. MLG Horns. Nein, ist ja auch irgendwo wichtig und so weiter. Aber die Präsidentschaftswahlen in den USA, die werden teilweise auch so heftig promotet, auch hier in Deutschland. Wo ich mich auch frage, what the fuck, Alter, mich interessiert es fast gar nicht, wer da gerade sitzt. Es ist nämlich nette Nebenbei-Info, ja, aber es muss noch nicht jeden Tag eine neue Schlagzeile in den scheiß Zeitungen sein. WTF, du kannst pro Woche vielleicht mal eine Schlagzeile draus machen, mal kurz zu sagen, hey, es sieht momentan so und so aus wie die Einzelnen. Ja, wäre vielleicht mal interessant. Oder meinetwegen, dann gucke ich halt im Internet nach, wenn ich halt, wenn man es halt nicht machen muss. Ich finde halt immer noch, dass die Medien in Deutschland über Deutschland berichten sollen, nicht über die USA. Klingt seltsam, ich weiß, aber das klingt logisch. Würde ich einfach mal sagen, jetzt spontan. Ja. Deswegen finde ich auch, dass, wie gesagt, eben die Präsidentschaftswahlen einfach ein bisschen zu heftig sind. Also ich weiß, mich interessiert es nicht so sehr. Ich schaue mir es an, klar. Ich denke mir meinen Teil dazu bei. Ich denke mir meinen Teil dazu bei, klar. Aber es ist nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott, das Event des Jahrhunderts. Oder das Event der letzten 4 Jahre. Nee. Finde ich jetzt nicht so. Es ist wichtig, definitiv, weil die USA gar nicht mal so einen kleinen Stellengrad haben in der Welt. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das muss jetzt jeder wissen. Nee, muss überhaupt nicht sein. Wie gesagt, und das denke ich dann halt über die einzelnen Typen. Und ja. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben, was ihr so davon haltet. Würde mich auch fast interessieren. Wie gesagt, ich finde es mit Trump einerseits interessant, andererseits auch erschreckend.
Ja, bin einfach mal gespannt, was dann eben passieren wird im November in den USA. Wer halt eben neuer Präsident oder Präsidentin wird. Wer weiß, vielleicht wird es am Ende dann doch eben Sanders. Nein. Definitiv nicht. Aber wir werden mal sehen, was passiert. Einfach abwarten. Ist ja nicht so, dass es davonläuft. Nur, es kommt sowieso auf einen zu. Einfach mal gucken. Ja, und damit sind wir tatsächlich 5 Minuten vor eigentlich Ablauf des Videos schon durch. Schade eigentlich. Aber okay, wir haben uns in Mandschurei gut ausgebreitet, muss ich sagen. Und in Nordchina. Und in der Mongolei damit auch noch. Kurz zu sagen, was ich alles so vorhabe. Ich werde. Wie lange habe ich noch Waffen rum mit China? Boah, das ist vorbei. Also im nächsten Part werden wir Krieg haben mit Ming. Ich werde mich auf jeden Fall weiter nach Norden ausdrücken und auf jeden Fall ganz Ostsibirien mir noch einkassieren. Den Fetzen hier will ich haben. Ming will ich auch komplett haben, würde ich spontan sagen. Den ganzen Zipfel da will ich haben. Südostasien. Why not? Können wir uns auch noch einkassieren. Die ganzen Inseln hier will ich mir auch holen. Man könnte sagen, ich will den gesamten Pazifik haben. So ungefähr. Was ich hier alles haben will, mal gucken. Da bin ich mir unsicher. Ich will mir auf jeden Fall erstmal die Insel hier einkassieren. Dann vielleicht die Insel noch als Zusatz holen. Ja, und dann mal gucken, dass wir uns allmählich vielleicht hier reindrücken. Auf jeden Fall erstmal hier in die Insel, würde ich sagen, reingehen. Dann vielleicht später in das Pupu-Reich und in Gyatsamandu einmarschieren. Und uns dann irgendwann auch gegen dieses Obsidianreich eben stellen. Das Obsidianreich. Ja. Aber wie eben gesagt, das sind so die nächsten Ziele, die ich so vorhabe. Ob ich mich nach Indien ausdehne, weiß ich gar nicht. Das bleibt wirklich abzuwarten, wie schnell ich hier mit China vorankomme, wie schnell ich mit Südostasien vorankomme. Müssen wir gucken. Ich meine, wir haben Zeit. Wir haben noch knapp 200 Jahre. Ja, sagen wir mal 230 Jahre haben wir noch locker. Wobei 250 haben wir noch ungefähr. Es ist sehr, sehr viel Zeit, was wir noch haben. Und ich werde mich auf jeden Fall noch gut hier ausdehnen. Wir werden sehen, ob ich nämlich ein bisschen reindrücken kann. Auf jeden Fall werden wir bis zum Enddatum spielen, so viel ist sicher. Das passiert auf jeden Fall. Oh, Eisen. Nice. Eisen ist cool. Auch ein Grund, warum ich mich gerne in Sibirien ausdehne, weil es da sehr viele interessante Ressourcen gibt. Ja, wie gesagt, wir werden es auf jeden Fall bis zum Enddatum spielen, klar. Danach ist, um es nochmal zu betonen, Schluss mit EU4. Danach kommt kein neues EU4 Let's Play mehr. Stimmt. Kann ich auch mal sagen. Paradox hat endlich Stellaris und Hoi 4 announced. Hoi 4 kommt, glaube ich, im Juni raus. Oder im Juli. Quatsch, 6. Juni kommt es raus. Wollte gerade sagen, das Datum kann man sich gut merken. Am 6. Juni kommt Hoi 4 raus. Wird Let's Played. Bleibt halt die Frage, ob es direkt danach Let's Played wird. Glaube ich eher nicht. Ich werde spontan sagen, ein, zwei Monate danach. A, weil bestimmt ein Projekt noch dazwischen hängt, was zuerst noch beendet werden muss. Und B, weil ich mich gerne ein bisschen einspielen will. Also nicht so weit einspielen, das jetzt nicht, aber ich möchte zumindest die Grundmechaniken kennen. Ich denke mal, das wird wieder ein bisschen anders sein im Vergleich zu Hoi 2 und zu Hoi 3. Deswegen möchte ich mich schon ein bisschen eher einspielen, dass ich halt nicht völlig confused da so rumhänge. Dass ich schon weiß, was ich mache. Und im Mai, ich glaube am 9. Mai, kommt Stellaris raus. Was ich ja mal so erwähnt habe, von wegen, das könnte ich mir vielleicht vorstellen, mache ich. Stellaris, wie gesagt, habe ich damals eben gesagt, mal gucken. Ich werde es mir mal ansehen, definitiv. Vielleicht wird es eine spielbare Demo geben oder so eine Art Preview. Mal sehen. Aber wenn es gut ist, ja, warum nicht? Machen wir ein Let's Play dazu. Klingt gut. Werde ich natürlich sicherlich auch erst ein bisschen einspielen zu, dass ich halt auch direkt weiß, was gemacht werden soll und dass ich halt nicht komplett blind rumhänge. Es wird größtenteils blind werden, definitiv, keine Sorge. Aber ich will die Grundmechaniken kennen. Sprich, ich will nicht im Video sagen müssen, oh, warte mal, ich muss hier jetzt zum 15. Mal die Einstellung ändern, huch, weil ich eben, ja, keine Ahnung habe von dem, was ich eigentlich gerade tue. Es muss nicht sein.
Und deswegen will ich halt ein bisschen halt was wissen. Aber wie gesagt, die sind jetzt announced, die beiden Spiele. Das ist schon mal gut. Weil es war auch schon lange im Raum gewesen, wann die endlich announced werden. Aber jetzt ist es soweit. Jetzt steht fest, wann es kommt. Und jetzt kann man auch ein bisschen drauf hinplanen. Aber gut, das war's für diese Folge. Wir haben es geschafft. Wir haben eine Stunde durchgelabert. Ich muss was zu trinken holen. Trockene Hals. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann ja, beim nächsten Mal wieder. Und immer schön schreiben, weil ich es alles erzählen soll. Weil, wie gesagt, es passiert nicht viel auf der Welt. Bis dann. Tschüss.